Wir haben uns gerade Folge 3 von Nerd in the Dirt angeguckt und sind gerade an der Endszene gewesen. Deshalb, ich kann es immer noch nicht fassen. Die haben so einen riesen Baumstumpf eigentlich gehabt und den haben sie einfach verloren. Und die haben es nicht bemerkt. How? Das wird doch viel leichter. Wie kann man das denn nicht merken? Deshalb, ich bin gerade noch so, what? Wir gucken uns jetzt an. Komplett gebrochen. Wie sich das anhört. Jetzt geht's richtig los. Nerd in the Dirt, Folge 4. Let's go! Bevor es mit der Folge losgeht, einmal ein richtig fettes Danke an BW Online Shop. Die haben uns die komplette Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Jacken, also wirklich alles, was wir hier anhaben. Wenn ihr Bock habt auf ein geiles Survival-Abenteuer, checkt das auf jeden Fall aus. Bin ich sicher. Mit Code Trimax bekommt ihr 10%. Viel Spaß mit der Folge. Dies ist die Geschichte von vier mutigen Nerds, die sich gemeinsam auf die bislang härteste Expedition ihres Lebens begeben. Arschkalt. Angeführt von Expeditionsleiter Otto Bulletproof reisen Trimax, Mickey TV, Chef Strobel, irgendwie passt gar nicht mehr, und Niki. Okay, let's go, Leute, let's go. Komplett unvorbereitet in den Norden Skandinaviens, um unter arktischen Bedingungen an ihrer körperlichen und psychischen Wie süß. Es ist so anstrengend und es wird morgen noch viel anstrengender. Jetzt haben sie schon gesagt, ne? Das war in der letzten Folge. Schaffen, den Zielort innerhalb von 80 Stunden zu erreichen. Schaffen sie. Alle vier Teilnehmer. Ach, 80 Stunden, so war das. Ich hätte es mir falsch gemerkt. Werden sie als Team agieren? Werden die Challenges zu hart sein? Besiegen die Nerds die Natur? Wir sind das Team. Mann. Oder wird die Natur die Nerds besiegen? Nein, die schaffen das. Ja. Es geht jetzt erst los. Die bringen uns jetzt ins absolute Nichts. Das ist es. Nerd in the Dirt. Finnland. Ich muss auch irgendwann mal nach Finnland. Ich höre immer nur Gutes über Finnland. Ich höre nie irgendwas. Doch, ich habe was Schlechtes über Finnland gehört. Es ist teuer. Mehr habe ich nichts gehört. Sonst alles cool. War wie schön, oder? Da das Feuer. Wie schön. Ich muss sagen, so ein Hund am Morgen. Ach so, ja, mein Gott, ein Hund. Vertreibkummer. Ich war gerade so, mein Gott, was ist das denn? Woher kommt der Hund her? Schon alles in der Wildnis. Hä, wo kommt der Hund her? Wir müssen trotzdem lange aufstehen. Wo kommt der Hund her, Chico? Die erste Nacht war warm. Wo kommt der Hund her? War richtig schön warm. Ja. Hä? Aber ist er die ganze Zeit dabei oder ist er einfach ein fremder Hund? Also so hart, dass ich mehr Schmerzen durch die Nacht habe als gestern durch den gesamten Tag. Wie also süß, wirklich. Guck mal, der liegt einfach auch bei denen da. Strubel. Moin. Moin. Bist du so voller Energie gerade? Nee. Wie war die Taktik, dass du alles anbehalten hast? War das gut? Nee, ich musste heute Nacht auch aufstehen, weil ich aufs Klo musste. Oh nein. Ja, jetzt wird das Doofe. Die Nacht war zu gut, aber jetzt müssen wir die gefrorene Hose, die gefrorene Jacke und die gefrorenen Schuhe. Ich habe meine Jacke ausgezogen. Boah, besonders Schuhe sind hab richtig schlimm. Meine Schuhe als Kopfkissen verwendet. Geil. Da habe ich meine Jacke auf die Schuhe gelegt. Hatte ich quasi das Jacke und ja, Schuhe ist doch als Kopfkissen. Gar nicht, ja, ist sogar nicht schlecht. Mir war richtig gut warm. Ich lag auch wirklich. Das ist tatsächlich perfekt. Eigentlich echt ganz clever, ne? Ich habe noch nie draußen geschlafen. Das war meine erste Nacht. War okay, ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Das nervt mich immer. Ich hasse Halsschmerzen. Verständlich. Wer mag Halsschmerzen? Ich glaube niemand, oder? Tag 2. Let's go, Tag 2. Ist angebrochen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Guck mal, wie diese Shots sind auch so cool. Okay, die Pinkel-Shots jetzt nicht, aber diese. Sieht richtig schön aus. Ja, stimmt. Lange Unterwäsche und oh mein Gott, die lange Unterwäsche habe ich total vergessen. Das war nämlich der Plan. Dass wir aufheizen und jetzt viel zu dick angezogen sind. Und wir schwitzen, können wir ein paar Sachen ausziehen wieder. Meine hätte ich jetzt gerne nicht nach Strubels Plan gefahren. Ja, für Strubel. Ja, ausziehen kann man immer. Aber wenn man es so friert, ich hasse es zu frieren. Ich finde es richtig, richtig schlimm. Ich bin immer noch so voller Energie. Und dann höre ich auf einmal alle Leute schnarchen. Meine Finger tun so ein bisschen weh, als wären die gestern zu kalt geworden. Ja. Die das auch? Nö. Das niemand? Niemand, nee. So, bevor wir aufbrechen, wir haben jetzt alles gepackt, Schlafsäcke, Rentierfelle allen, alles in die Pulka. Wir haben jetzt die Mission, bevor wir aufbrechen, jeweils jeder
2 Liter zu trinken. Ne? Kaffee inklusive ist ein nicht so trinken, starker Leute. Kaffee, aber auch sehr, sehr lecker, schmeckt wirklich sehr gut. Vor allem ein warmes Getränk jetzt am Morgen ist so wichtig. Hunger geht. Pro Portion haben wir, glaube ich, 700 Kalorien gehabt. Max hat daraufhin gesagt, dass er einen Tagesbedarf braucht von mindestens 4000 Kalorien. Hier in der Arktis hat er gesagt, braucht er 10.000. Ja. Also es gibt, wir haben einmal... Wie rechnet man denn seinen Kalorienbedarf durch? Kalorienbedarf ausrechnen. 10.000? Kalorienbedarf Männer... Kalorienrechner akzeptieren. Ich bin, wartet mal, größer. Ich bin weiblich. Ich bin 1 Meter. Okay. So. Ja, stimmt. Und wie viel wiege ich? Wie viel wiege ich? Ich weiß nicht. 63? Nicht. Willst du runter oder willst du hoch? Wohin willst du? Wie viel wiege ich, Leute? I don't know. Ja, komm, 54 Kilo reicht aus jetzt. Hauptsächlich auf der Couch? Nein. Wenig bis gar keine Aktivität. Wenig Aktivität sitzend. Einmal etwas mehr moderate. 2 bis 3 Mal die Woche mehr Bewegung oder Sport. Viel Aktivität. 4 bis 5 Mal die Woche Sport. Ja, das hört sich noch nie an. Schwere Arbeit oder hartes Training? Nee, viel Aktivität. Das da. Kalorienbedarf. Ich bin 29. Als ob 2300 Kalorien? Nee. Esse ich niemals. Viel aktiv? Achso, habe ich das angeklickt? Krass, never. Ich esse nicht mal. Alter. Okay, keine Ahnung. Naja, okay, let's go weiter. Zu viele. 10.000 Kalorien, Namen. Ey, Alter, komm weiter. Miki und Niki. Also quasi ich, Miki. Niki, ihr versteht es immer falsch. Und deswegen haben wir uns jetzt beschlossen, nur für diesen Ausflug heiße ich nicht Miki. Nur für diesen Ausflug? Nur für diesen Ausflug. Nur für diesen Ausflug. Nur, wirklich nur für diesen Ausflug. Micha TV. Micha. Micha. Ich heiße jetzt Micha. Meine Mama Alle ich hat mich immer Micha genannt. Ja, du heißt nur für die Serie so, ne? Nur für die Serie Micha. Auf gar keinen Fall, die dann zu Hause im Stream so nennen. Der Micha. Mit Wasser, ne? Oh, ist das heiß, aber lecker. Also warmes Essen bei der Temperatur. Bombe. Ja. Ist zu krass. Ist wirklich zu krass. Ja, Mann. Ist okay, ist kein Gourmet. Aber wie gesagt, ist für die Energie. Ich weiß nicht, ob ich nicht so viel Hunger habe, aber wir brauchen auf jeden Fall Energie, weil wir heute viel laufen. Ja, auf jeden Fall. Ich flechte es ja immer noch mit den quasi so viel Kalorien, Karten, die ich brauche. Kartenmaterial. Das heißt, einer wird den nicht Druck bewusst irgendwie. So, wir haben jetzt gegessen. Krass, und eigentlich müsste mein Bruder und auch der Kameramann auch, weil sie haben gesagt, sie wollen sich 3 Tage verkneifen. Wir haben jetzt gerade von was wollen sie sich erfahren, verkneifen? Dass es nicht gut ist. Unnötig Ballast, muss unnötig gewärmt werden. Ach so, funktionslose machen. Masse einfach nur. Und die, die werde ich jetzt versuchen rauszudrücken. Schaffste. Und das Klopapier danach muss ich verbrennen, deswegen habe ich ein Feuerzeug dabei. Und ich werde berichten, wie es war. Ich glaube, es wird kalt. Warum muss man das verbrennen? Ach so, ja. Natur, oder? Weiß ich nicht. Muss wirklich sagen, es war sehr befreiend. Sehr erfolgreich. Ich kann es nur empfehlen. Es ist doch kurz ein bisschen kalt, aber mit dem super ging. Wofür hast du dich entschieden, Russenhocke? Ich habe mich am Baum gelehnt, ganz entspannt. Ah! Oh, das ist da gut. War so ein richtig großer Clever. Unten. Clever. Gemütlich. Wirklich alles gemütlich. Super reibungslos und einfach und sehr befreiend. Easy peasy. Aha. Ja, das glaube ich. Hat er gesehen? Guck mal, seine Augen, die leuchten richtig. Einfach und sehr befreiend. Kann ich wirklich empfehlen. Die Augen leuchten richtig. So, oh ja, das war cool. Die Buddy-Challenges, aber die meisten sind auch Einzel-Challenges. Der Sieger süß, ey. Gibt nachher natürlich einen Preis am Ende. Für die anderen gibt es dann einen Trostpreis. Der Sieger darf Trostpreis. Nach länger bleiben. Der Sieger darf, das sagst du, wer weiß, ob das ist. Nach länger bleiben. Ich weiß ja nicht, ob das als Siegerpreis ist. Der tut eine Belohnung geben für den Sieger. Mehrere Challenges. Wir fangen an
Mit einer super simplen Challenge, die jeder schon mal als Kind gemacht hat. Schneeballschlacht. Schneeball-Weitwurf. Schneeball-Weitwurf. Da freut sich Max und Micky ärgert sich. Oh mein Gott. Wieso? Schneeball-Weitwurf. Oh, okay. Von einem festen Punkt darf jeder bis zu 3 Schneebälle werfen. Oh. Je nach Distanz des weitesten Wurfes gibt es 4, 3, 2 oder 1. Ich wäre so schlecht, Leute. Max gewinnt, sag ich. Früher in, da war doch immer dieses, wie hießen das nochmal, dieses Jugendspiele oder sowas? Bundesjugendspiele. Ich war so schlecht im Weitwurf generell. Da waren immer so Handballerinnen bei uns im Team, weil es wird ja Mädchen, Junge anders bewertet. Und die ganzen Mädels, die waren im Handballteam, die konnten, keine Ahnung, 100 Meter schießen gefühlt, beziehungsweise werfen 5 Kilometer. Und ich so 1 Meter. Danke dafür. Nicht mal Teilnehmerurkunde gefühlt bekommen. Ja, Max Erster. Schlimm, ich hab's gehasst. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ja, Max, man sieht jetzt nicht, ob du Schere machst oder Stein oder Papier. Ich kann nur. Du kannst nur? Stein. Ich kann nur Stein machen. Du kannst nur Stein und Papier, okay. Okay. Du kannst nur Stein und Papier. Okay. Nein, ist doch dumm. Okay. Schere, Stein, Papier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat seinen Handschuh in Instant rausgezogen, aber ich hatte Stein. Das bedeutet, ich habe gewonnen. Aber meine Taktik war gut, oder? Ja, Taktik. Ja, guck, ich hatte Stein. Ach so, nein, Tremix hat auch Stein. Okay. Oh mein Gott! Funny! Oh Gott. Ich bin Letzter, ich bin Letzter. Aber meine Taktik war gut, oder? Ja, Taktik war Wahnsinn. Weiter, weiter. Was? Okay. Schnick, schnack, schnuck. Okay, nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Oh, er verliert den Ich liebe Schnick, schnack, schnuck. Aber wie, was, wenn man keine Kugel geformt bekommt? Das ist so richtig Pulverschnee, ne? Richtig pulvriger Schnee. Oh no. Ja, wenn ich keinen hinbekomme. Oh, uncool. Richtig Pulverschnee, Leute. Uncool. Ja, mach erst mal. Ja, mach einfach so, ist auch geil. Vielleicht hast du ja sogar ein bisschen. Boah, ja. Ich hätte das mit der Highlight. Ja, mach mit. Serie. Schere, Stein, Papier. So, Physik erste Klasse. Man muss ein bisschen Wärme abgeben, Chef Strube. Ein bisschen muss man auch mal bereit sein zu opfern von sich. Klar sind die Hände jetzt kalt, aber guck dir diesen Schneeball an. Okay. Na? Ja, da geht noch was. Scherenstein. Ja, genau, auf dem hinteren Baum geblieben. Krass, ja. Sogar diese Grafik eingebaut, ey. Ah, mit Linkshänder, ne? Links. Ja. Links. Ui, mit Ausziehen. Ui. Mach ich auch. Da muss ich erstmal die Brille ausziehen hier. Oha, der Hund, der feiert das richtig krass. Der Hund ist wirklich die ganze Zeit bei denen dabei, ne? Der Schneeball anscheinend. Ist das Wichtigste. Süß. Nein! Nein! Der Hund will reinbeißen. Woran ich nämlich gedacht habe. Und zwar. Ja, habe ich nicht. Deswegen habe ich nämlich. Ja, ich bin nicht so. Ja, ja, gut. Wenn man halt gegen den Baum schießt, ne? Verschossen. Du musst dich richtig treffen. Mein Ohr juckt. So, Leute, wir haben noch die Zeit nicht. Schnell die Schneebälle machen. Wie weit könnt ihr werfen, Leute? Echt? Klar. Also ich bin total competitive, was das angeht. Ich muss jetzt unbedingt den ersten Platz holen. Ich will einfach entspannt Zweiter und Gutes. Aber du machst das gut da hinten, Otto. Micky braucht ewig. Er sagt, seine Hände sind zu kalt. Oh. Ja, Max will nicht mehr werfen. Mach du schon mal. Also wenn ich erster bleibe, werfen wir nicht noch. Weil es ist super kalt. Das ist Freunde. Oh. Weitwurf blöd. Schneeball generell werfen, ich kann nicht mal zielen. Nee? Micky wirft so in 2-3 Minuten, alles gut. Er hat irgendwas gerade zum Schneeball geflüstert. Langsam aber sicher, Leute. Auch der gleiche Baum, Ich weiß, der Unterschied zwischen uns, Micky, ist, dass ich auf die Bäume so achte. Er wirft die den gleichen Baum. Ich hab so hoch geworfen. Oh. Also vor dem Baum echt größte Angst. Ich push mich viel zu doll. Endgegner, Baum. Oh. Wie viele Meter weiter? Oh. 10, 15 Meter weiter. Weiter. Das ist es. Das sind die Eisbälle. Das sind die Eisbälle. Durch. Du, sag noch was Eisbälle. Wir werfen. Sag was oder irgendwie. Oder Spruch. Dein Spruch. Oder irgendwas aus Japanisch aus dem Anime. Der macht immer Mist, wenn man ihn nicht beobachtet. Ja. Hm. Wir sind durch. Wir sind durch. Okay, GG. Zweiter Platz müsste Max gewesen sein. Ja. Da vorne. Micha 3, Strobel 4. Wer war der vierte Platz?
Der Probe. Nee, der erste Wurf, der wird in die Geschichte eingehen. Ja. Dass du nicht zählen kannst, wissen wir. Okay. Und dann wirft er das einfach. Ach komm, ich versuch's einfach mal mit Pulver. Ich werf einfach mal Pulver, das war geil. Die wichtigsten Dinger, die wir brauchen, um einfach zu orientieren. Was müssen wir als erstes wissen? Wo sind wir? Das ist das Wichtigste. Okay, wo sind wir? Oder? Dass du erstmal weißt, wo sind wir im Gelände. Okay. Und zwar bist du, wenn du so gut unterwegs bist, hast du keine Straßennetze, normalerweise kein Hochspannungsleitungsnetz, was wir eigentlich gut nehmen können zum Orientieren. Das heißt, man sagt, wir suchen markante Geländepunkte. Angenommen, du stehst in Garmisch, schaust auf die Karte, Zugspitze, schaust nach rechts und siehst du, ja, okay, da ist die Zugspitze. Woran könnte man sich hier orientieren? Wir haben das Gelände jetzt ein bisschen gesehen. Flussbach. An dem Flussbach. Boom. Bam. Gut, dass du auch Flussbach sagst. Fluss, ja. An den Bäumen hast du hier in der Karte. Immer die Karte einen Norden oder anpassen, wie wir sie gerade auf dem Gelände sehen. Einen Norden heißt das? Ja, normalerweise machst du noch den, einen Norden sagen. Normalerweise machst du auch den Kompass noch, legst du drauf, nach Norden ausrichten. Das ist ein Norden. Die Karte, einen Norden mit dem Kompass. Ah, okay, ist geil. Pass auf, du hast als erster die Karte. Ich hab die Karte. Das heißt, Kastrofe und du, Norden. Ihr beiden seid der erste Trupp, der navigiert. Ich gebe euch jetzt ein Zwischenziel. Ja. Ihr führt uns. Okay. Oh. Let's go! Ja. Erstes Zwischenziel, was wir haben, ist hier in diesem Bereich. Wahrheit, Beweis, so, das heißt, Clips. Das sind ungefähr Marschleistungen, die wir andere Karte noch müssten, so knapp 1,5-2 Kilometer sein. Mhm. Parallel zum Bach, mit Karte so laufen, dass wir immer so ein bisschen auch eventuell, wenn wir die Richtung verlieren, immer hier so links den Bach sehen, bis sie hier sind. Also quasi eigentlich nur geradeaus. Ja. Ich finde das unfassbar. Wenn ich diese Bachgabelung erreicht habe, dann bin ich einfach Kartenleser. Verstehst du das? Ich kann eine Karte lesen. Ohne Witz, jetzt mal ganz kurz, wie doll habt ihr in Erdkunde-Karten gehasst? Ist doch viel geiler so, oder? So muss man Karten lesen lernen. Ja, so muss man es machen. Genau, also an alle Erdkundelehrer da draußen. Genau. Fahrt auf jeden Fall mal nach Lappland mit der Klasse. Ab in die arktische Klimazone, da kann man Karten lesen lernen, da macht Spaß. Ah, weiß er nicht. Boah, guck mal, wie schön die Shots aber aussehen. Ne? Musik mega geil. Wie episch, oder? Der Hund sehe ich die ganze Zeit dabei, ne? Ich bin ein guter Kartenleser. Wir haben ungefähr Hälfte vom ersten Zielpunkt geschafft. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Und jetzt haben wir einen richtig geilen Weg hier vor uns. Deswegen haben wir es deutlich schneller gleich geschafft als in der ersten Hälfte. Weil wir da erstmal durch den ganzen Wald mussten. Die Drohnenaufnahmen sahen bestimmt ultra geil aus. Ich bin sehr gespannt, mir die reinzuziehen. Ja, aber wie viel Gestrüpp auch teilweise gut aus. Wurzeln, kleine Kiefern, die Polka verkantet, man fällt hin. Gräser sind eingewachsen, der Skier ist unter einer Wurzel. Wir haben echt diesmal nur 20, 30 cm Schnee. Normalerweise liegt hier mehr als ein halber Meter bis ein Meter. Da wäre das nochmal einfacher. Knackig, knackig. Knackig, sagt er da? Ja. Wir sind beide Teampulters. Ja. Warum zieht der Bein? Das ist natürlich was von den Erdnüssen. Die Erdnüsse? Wer als erstes ist, muss hier immer den Weg freiräumen. Yum, yum, yum. Deswegen habe ich einmal die GoPro aufgezogen, damit man sieht, wie bescheuert das aussieht. Oh mein Gott. Och du meine Güte, ich würde, glaube ich, gefühlt immer am liebsten nur hinten laufen. Aber ja, Team, jemand muss immer am Anfang immer laufen. Einfach abwechseln. Dafür kriegen wir eine komplette Erdnussration. Geil. Erdnüsse sind lecker. Cashewkerne sind so unglaublich lecker, aber man soll nicht so viel davon essen, weil diese Frauen... Das sollte das Ziel ja auch sein, ne? Dass ihr nicht einfach... Ich glaube, es gibt extra Frauen, die diese Cashewkerne schälen, ne? Die werden irgendwie nicht maschinell oder sowas geschält, weil, also beziehungsweise schon, aber es geht besser irgendwie, wenn man die schält mit Hand und da ist irgendwas Giftiges dabei, wenn man die schält. Und die Frauen, die immer schälen, die haben irgendwie so, habe ich zumindest mal in so einer Doku irgendwo mal gesehen... Beziehungsweise so ganz kurz, die haben irgendwie so blaue Hände oder sowas bekommen. Da stirbt irgendwas ab. Also sau krass, Leute. Deshalb, also Cashewkerne sind lecker. Ich liebe sie auch. Sehr, sehr sogar. Aber ich versuche, seitdem ich das weiß, versuche meinen Cashewkernkonsum sehr runterzuschrauben. Ja, schon krass. Vielleicht sind die deshalb auch so teuer.
Fahrrad hinterher tapert und bespaßt werde da von mir, sondern dass auch alle was lernen. Dazu zählt natürlich auch, mal hinzugehen und den Trupp anzuführen. Zu gucken, welchen Weg gehe ich, wie orientiere ich, um nicht einfach so stumpf hinterher zu laufen. Porto, steht das mit der weißen Mütze? Macht der wirklich gut. Auf der Karte sieht es kürzer aus, als es tatsächlich ist. Ja, Mann, sieht immer auf der Karte gut aus. So. Und gleich da. Ja, ich habe mich endlich nach allen Sachen orientiert, was er meinte. So leichte Erhöhung, Moor, ein Bach. Und wir warten jetzt noch auf eine Gabelung. Ich hoffe, die kommt da vorne. Weil normalerweise müsste sie gleich kommen. Ha! Laut meinem Berechner. Als Berechnungen. Du, der ist geil. Geil, ist sympathisch. Ist einfach nur nice. Er feiert's komplett, ey. Gott, so episch, oder? Oh, wie weit haben wir es noch? Ich hab jetzt schon dreimal gesagt, wir sind da. Wir sind immer noch nicht da. Wir sind echt immer noch nicht da. Ich nehme euch alle Blausäuren drin. Ja. Es geht jetzt erst los. Ja, genau. Also und diese Frauen... Und ich meine, irgendwas gesehen zu haben, dass diese Frauen das eher lieber selbst schälen, weil das mit der Maschine vieles nicht weggeht oder sowas. Und dann schälen die das, weil das sind dann schneller und sowas. Und die werden wahrscheinlich irgendwie so pro Kilo wahrscheinlich oder sowas bezahlt. Und deshalb. Und irgendwas ist da giftig, genau. Und wenn man das schält, die haben richtig blaue Hände, so richtig abgestorben und sowas. Und das ist richtig giftig. Deshalb die Armen. Deshalb, seitdem ich das weiß, versuche ich komplett auf Cashewkerne eigentlich zu verzichten. Aber ich liebe die Dinger. Ich kann es nicht. Ich versuche es aber so viel wie möglich. Ich versuche meinen Konsum irgendwie einzuschränken. Aber ich liebe die Teile. Aber mir tun die Leute leid, die das wirklich schälen mit der Hand. Deshalb wollte ich euch das sagen, dass ihr vielleicht auch ein bisschen drauf achtet. Weil das ist schon krass. Überlegt einfach die Frauen. Beziehungsweise es machen wahrscheinlich... Also, keine Ahnung, in der Doku haben die gesagt, das machen nur Frauen. Ja, keine Ahnung. Machen bestimmt auch Männer, aber keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, die Menschen tun mir sehr leid. Bei der Hälfte? Also, Wahnsinn. War das eine Taktik, du hast vor einer halben Stunde gesagt, wir sind in 5 Minuten da. Wir hatten jetzt sehr viel freies Land. Ja. Das Gestrüpp kommt jetzt erst noch. Nein. Gestrüppiger als eben gegen dich. Doch, nein. Also wirklich, mach Digga, noch gestrüppiger müsst ihr hier rüberklettern. Nein. Schnallt sie euch um. Jetzt oder falsche Richtung. Los. Nein. Es ist, wie es ist. Boah, diese Musik! Als erstes sagt er 5 Minuten, dann sagt er, wir haben die Hälfte, und dann sagt er einfach, wir sind da und es ist wieder falsch. Vor allen Dingen, wir kommen jetzt hier nicht mehr weiter geradeaus. Das bricht doch. Wir sind nicht da, ich hatte recht. Das ist kein richtiger Fluss. Das ist hier nur ein kleiner Zulauf, der nicht in der Karte eingezeichnet ist. Wie viele Akkus haben die dabei für die Drohne? Du kannst von mir aus guter Kartenleser sein, aber ich weiß nicht, wie gerne... Die hat doch irgendwie nur 45 Minuten, oder? Ja. Pro Akku, oder wie viele Akkus haben die dabei? Also Leute, ich hatte recht, ich war die ganze Zeit misstrauisch. Das ist nicht der Fluss. Das ist irgendein Zulauf, der nicht auf der Karte ist. Wir sind nicht da. Erstens, wir sind nicht da. Und zweitens, kommen wir nicht über den Fluss mit den Skiern. Und es ist hier super windig, weil das hier so offen ist. Das heißt, das ist kein Bach. Das hatten wir in der Vorschau gesehen. Ja, das ist so gerade, wie es hier ist. Und Micha, der Kartenleser, hat uns dreimal hin und her verarscht. Und uns jegliche Hoffnung genommen. Wir haben uns dreimal gefreut, dass wir da sind. Wir sind nicht da. Wir sind einfach gebrochen. Und wir haben noch ein Riesenhindernis. Müssen wir da jetzt rüberspringen mit unserem Skiat? Das fehlt noch. Der Hund ist sogar eingebrochen da. Dann, was sollen wir denn machen? Wir waren schon klettern mit den Skiern, sind gefahren. Jetzt fehlt nur noch springen. Nicht, dass er jetzt friert. Kartenlesen bisher? Ich finde Kartenlesen richtig geil. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Nee, überschätzt? Unterschätzt. Unterschätzt. Unterschätzt, ja. Ich habe es unterschätzt. Aber ich weiß jetzt, wo wir sind. Also ich hab's jetzt. Dann sind wir hier hoch. Siehst du das? Ja. Und das Wasser, was da von links verläuft, das Wasser, was hier... Digga, da sind wir noch nicht mal bei der Hälfte. Das heißt, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Wir haben ja 40%. Oh, das ist fies, jetzt auch noch so zu lachen. Das ist fies, jetzt auch noch so zu lachen. Hälfte. Nee, also das ist definitiv weniger als die Hälfte. Dann ist hier der Knick. Wir müssen jetzt einmal den... Oh, nur einmal hier. Wir haben 35%. Einmal den Knick. Wird immer weniger. Du bist gestrüppt, da haben wir Hälfte. Sicher. Wir sind fast da, Bruder. Wir sind ja quasi da. Let's go. Seht ihr, er hat gesagt, wir sind fast da. Seht ihr? Wir sind ja gefühlt da. Seht ihr? Achtung. Wir sind ja quasi da. Wir sind quasi da. Würde ich auch so sagen. Hallo, diese 2 Meter noch. Let's go. Wir haben 35%. Challenge. Eine Spontan-Challenge. Ich habe etwas gesehen. Challenge, einfach weil wir, okay, gut. Wow, weil wir noch nicht so weit gekommen sind. Let's go. Beziehungsweise, weil wir schon fast am Ziel sind. Let's go. Wir eine Spontan-Challenge machen können. Geil, Otto Besse. Funny. Rucksack ab.
Ich glaube, Otto versucht einfach so abzulenken von, jo, wir sind noch nicht da. Wir versuchen, die Laune etwas nach oben zu machen. Gutes Timing. Ja, und hier sammeln bei mir. Ich hoffe, ich kann bei der Challenge mich ja alles zurückzahlen. Oh nein. Kulinarisch. Ja, seht ihr? Die Teilnehmer können freiwillig Elch- oder Rentierköttel essen. So. Also warte mal, wir sind 3 Stunden in der Zeitplan. Da denkt sich Otto, ja, dann lasse ich die Runde jetzt mal Scheiße fressen. Werden die Teilnehmer den Zielort erreichen? Nein, die Frage ist, werden sie die Scheiße essen? Auf nicht die das Zielort. Folge, not in the werden sie es essen oder werden sie es nicht essen? Chat, werden sie es essen? Zwei Mann, fünf. Kennt ihr die Folge schon? Werden sie es essen oder werden sie es nicht essen? Ich kenne Lutschuh, dass wir da sind. Samstag, Hamburg, boah, essen gehen. Das ist eigentlich so, was mein Mindset so oben hält, weißt du? Das ist anscheinend. Alter! Das hab ich nicht geschafft. Oh, runtergefallen. Boah, ich denke nur an hier. Ich bin nur hier. Ja, das ist krass. Das ist absolut insane. An der Stelle einmal ein richtig, richtig fettes Dankeschön an Rhino Shield, die das Ganze hier erst möglich gemacht haben. Damit nicht nur wir top ausgestattet sind, sondern auch unser Notfallhandy. Haben wir die Rhino Shield Hüllen super stabil, gibt es auch sau viele Designs. Könnt ihr sehr gerne abchecken auf rhinoshield.de. Gibt es auch Game of Thrones, League of Legends, alles Mögliche. Und hier haben wir noch das ganz Interessante, wir haben nicht nur die Hülle bekommen, sondern auch dieses Notfallhandy von Rhino Shield. Und mein Bruder hat ein viel, viel älteres Handy, das ist so ein iPhone 13. Und wenn das am Ende heil ist, bekommt er es. Genau im Baum getroffen. Oh nein, ey. Das arme Handy. Heil geblieben, sieht gut aus. Ah, er weiß ja nicht. Geil. Gott, das Handy tut mir echt leid, ne? Das wird die ganze Zeit nur durch die Gegend geschmissen. Unfassbar. Unfassbar. Wir haben verstanden, dass die Hülle gut ist. Das triggert mich richtig, dass man ein Handy die ganze Zeit durch die Gegend schmeißt. Oh Gott, das arme Handy, ey. Oh Gott, das kriegt doch bestimmt auch irgendwann so einen Chip-Schaden. Nicht Gehirn, Gehirnerschütterung, sondern Chip-Erschütterung oder sowas. Alles klar? Oh, der ist einfach schlafen gegangen. Der hat keinen Bock mehr. Oh, der Hund so. Hallo. Oh, Hund einfach Ehre, ne? War krass, dass er einfach so mitmachen kann und so. Wir müssen Kot essen, Nerd in the Dirt. An der Stelle einmal ein richtig. Weiter geht's.